den Anzug an. Das Spidey-Team hilft, wo es kann. Schwingen, springen, auf sie ist Verlass. Das Spidey-Team kann das. Hier sind Spidey, Spin und Ghost Spider. Nur mit Teamwork kommt man weiter. Wow, wow, Netze los. Wow, lasst uns Spidey schwingen. Mit Spidey und seinen Freunden. Mit Spidey und seinem Team. Hier sind Spidey, Spin und Ghost Spider. Superhelden, schluck auf! Hey, Spin! Ich bin jetzt fast an der Bibliothek. Wo bist du? Ja! Ja! Hey, ich bin so schnell gekommen, wie ich konnte, Spidey. Was ist denn los? Gut, dass du da bist, Spin. Jemand hat hier den Alarm ausgelöst. Wer stiehlt denn was aus einer Bibliothek? Man kann die Bücher doch ausleihen. Gute Frage. Das liefert uns vielleicht die Antwort. Der Gleiter vom grünen Kobold! Der ist bestimmt da eingebrochen. Ich finde, wir sollten uns am besten an ihn ranschleichen. Ganz leise. Und dann finden wir raus, was er vorhat. Genau. Mit meiner Unsichtbarkeit. Niemand kann sich besser an Schurken ranschleichen als ich. Los, Netze, los! Anscheinend ist der Kobold hier rein. Guck mal, der beleuchtete Raum, da ist mein Lieblingsraum in der ganzen Bibliothek. Sind dort die Bücher mit Legenden und Sagen? Ganz genau. In den Büchern stehen Geschichten aus lang vergangenen Zeiten. Was sucht der grüne Kobold wohl da drin? Da ist der grüne Kobold. Und er liest? Die Geschichte über den Kürbiskönig wird mir verraten, wo sein Schwert ist. Sobald ich weiß, wo es versteckt ist, wird man mich nicht mehr aufhalten können. Aha, hier steht... Wer erringen will das Schwert der Macht, der begebe sich dorthin, wo seine Rüstung hält Wacht. Wo könnte das bloß sein? Der Kobold sucht das Schwert der Macht? Moment, was ist das überhaupt? Finden wir es raus. Wir überraschen ihn und wickeln ihn ein. Geht, klar. Was? Wer ist da? Upsi, tut mir leid. Zwei Krabbler? Gut, dass ich ein paar Überraschungen dabei habe. Pass auf! Da ist Kobold-Libber drin. Hab dich! Ich hab plötzlich Glocke auf. Ich muss los, ihr Wandkrabbler. Und dieses Buch da nehme ich mit. Das Buch bleibt hier, Kobi. Du findest das Schwert nie. Genau. Egal. Ich habe den Hinweis doch schon längst gefunden in diesem Buch. Und ich muss jetzt nur noch den Ort finden, an dem... wie war das gleich? Seine Rüstung hält Wacht. Ja, das war's. Macht reimt sich auf Wacht. Leicht zu merken. Ihr werdet mich nie erwischen. Wow, Netz raus! Gut, dass wir ein Netzschild haben. Tut mir leid, Spidey. Mein Schluckauf hat unseren tollen Anschleichplan kaputt gemacht. Schon okay, Spin. Weißt du, wenn ein Plan nicht funktioniert, wird eben was anderes probiert. Hey, das reimt sich. Apropos Wörter, die sich reimen. Wir müssen rausfinden, wo das Schwert der Macht ist. Und zwar vor dem Kobold. Stimmt. Ich fotografiere die Seite mit der Kamera in meiner Maske und schicke sie Ghost Spider. Hinweise zu entschlüsseln ist voll ihr Ding. Ich lade das Bild jetzt ins Netzquartier hoch. Schwingen wir zurück und zeigen es ihr. Hi, Peter. Hallo, Miles. Hi, Gwen. Miles, hast du etwa einen Schluck auf? Yep. Es gibt auch Neuigkeiten vom grünen Kobold. Sieh dir das mal an. Der grüne Kobold sucht ein Schwert, das früher dem legendären Kürbiskönig gehörte. Kürbiskönig? Oh, hier steht, sein Schwert der Macht zerstört alles, was es berührt. Wenn der Kobold das Schwert findet, werden wir ihn nicht mehr aufhalten können. Wer weiß, was er dann alles anstellen wird. Dann sollten wir es zuerst finden. Pass auf! Wow!
Dein Schluckauf wird immer schlimmer. Du hast deinen Arachnostoß ja gar nicht mehr unter Kontrolle. Oh, wie werde ich ihn denn los? Also, wenn ich Schluckauf habe, konzentriere ich mich ganz doll auf was anderes und dann verschwindet er. Du musst auf andere Gedanken kommen. Ich würde mittlerweile wirklich alles ausprobieren. Der Hinweis besagt, wer erringen will, das Schwert der Macht, der begebe sich dorthin, wo seine Rüstung hält Wacht. Im Museum soll es einen Raum geben, der Rüstkammer genannt wird. Und dort werden alle Rüstungen aufbewahrt. Ich glaube, das ist es. Schauen wir nach. Seht euch das an. In der Rüstungsausstellung vom Museum steht auch die Originalrüstung vom Kürbiskönig. Hoffentlich war Kobi nicht schneller als wir. Los geht's. Und hey, anscheinend ist mein Schlucker verschwunden. Mit diesem lauten Schluckauf werde ich mich nie an Kobi ranschleichen können. Vielleicht sollte ich hierbleiben. So ein Quatsch. Ich gehe nirgendwo hin ohne das ganze Team. Genau, Miles. So oder so, wir brauchen dich. Zeit fürs Spidey-Team. Okay, Zeit fürs Spidey-Team. Wie ging nochmal der Reim in dem Kürbiskönig-Buch? Ich glaube, da stand: Willst du das Schwert der Macht haben? Dann begib dich dorthin, wo sich die Löwen jagen? Nein, das war's nicht. Oh, vielleicht war es ja: Geh zu dem Ort, an den sich die Piepmätze wagen. Hallo? Ist hier ein Schatz versteckt? Oh, wieso weiß ich es nicht mehr? Wenn Spidey mich nur nicht davon abgehalten hätte, das Buch zu stehlen. Na los, Spidey-Team. Wir müssen uns beeilen. Wenn das Schwert der Macht im Museum ist, müssen wir es vor dem grünen Kobold finden. Jetzt folge ich einfach nur diesen Wandkrabblern. Sie führen mich direkt zum Schwert der Macht. Okay, da ist das Museum. Die Rüstkammer ist im obersten Stock. Aber was, wenn Kobi schon da ist? Mit meinem Schluckauf kann ich nicht herumschleichen. Upsi, tut mir leid, Ghosty. Du könntest doch draußen Wache halten. Einverstanden. Wenn der grüne Kobold hier draußen auftaucht, dann halte ich ihn auf. Guter Plan. Dann bis später, Quinn. Sie haben keine Ahnung, dass ich Ihnen gefolgt bin. Vielleicht sind wir vor dem grünen Kobold angekommen. Ja, es ist still. Keine Spur von ihm. Und auch noch keine Spur vom Schwert der Macht. Wow, der Kürbiskönig wusste wirklich, wie man sich in Schale schmeißt. Ja, aber wo ist das Schwert der Macht? Hey, sieh dir diesen riesigen Metallkürbis an. Wozu der wohl gut ist? Er klingt hohl. Vielleicht ist da drin was versteckt. Wie das Schwert der Macht. Ich lehne mich zurück und lasse die Wandkrabbler die Arbeit machen. Augenblick, hier steht noch ein Hinweis drauf. Dieser Kürbis öffnet sich erst dann, wenn der Mond zeigt, was er kann. Der Kürbis öffnet sich also, wenn er im Mondlicht steht. Blöd, dass er am Boden festgeschraubt ist. Tja, wenn wir den Kürbis nicht ins Mondlicht drücken können, können wir vielleicht das Mondlicht zum Kürbis bringen. Ich leih mir das hier kurz aus. Ja, das Schwert der Macht. Das nehme ich. Danke, dass ihr es für mich gefunden habt. Pass auf. Vorsicht. Na, kann das denn sein? Ihr hängt leider fest im Koboldgeliber. Er darf nicht mit dem Schwert entkommen. Das Schwert der Macht kann einfach alles zerstören. Ja, sogar eure extra starken Netze. Jetzt werdet ihr nervigen Wandkrabbler mich niemals aufhalten können. Was? Ist mein Schluckauf weg? Der Blitz kam aus der Rüstkammer. Ich gehe besser rein und checke, ob es Spidey und Ghosty gut geht. Wie soll ich Ihnen helfen, wenn der Schluckauf meine Kräfte durcheinander bringt?
Ich frage mich, was dieses Schwert noch so alles anstellen kann. Was mache ich jetzt nur? Was hat Spidey gesagt? Wenn ein Plan nicht funktioniert, wird eben was anderes probiert. So wird's gemacht. Ich probiere was anderes. Meine Unsichtbarkeit. Das macht so viel Spaß. Mit dem Schwert kann mich niemand mehr aufhalten. Was ist das? Junge, Junge, du steckst in großen Schwierigkeiten, Kobi. Die Legende besagt, dass der Geist des Kürbiskönigs jeden verfolgt, der sein Schwert stiehlt. Wirklich? Das habe ich erfunden. Oh, das wusste ich. Also, ich habe keine Angst vor einem Geist. Moment! Bedeutet das, du warst der Geist? Reingelegt, Kobi! Wow, cool! Das war beeindruckend, Spin. Lasst mich hier raus! Das Schwert der Macht zu finden war meine Idee! Sorry, Kobi. Es hat sich ausgetrickst. Das Schwert ist bei uns sicher aufgehoben. Danke für die Rettung, Spin. Spideys Rat war richtig gut. Der Plan hat nicht funktioniert, also habe ich etwas anderes probiert. Gut gemacht. Und es klingt ganz so, als wäre dein Schluckauf weg. Oder vielleicht auch nicht. Das war ich nicht. Mein Schluckauf ist endlich wirklich weg. Kobi? Na toll, jetzt habe ich Schluckauf. Du klingst jetzt eher wie der grüne Geist als wie der grüne Kobold.